Hallo ihr Lieben, im November erscheinen 6 Bücher, die ich euch heute vorstellen möchte. Allerdings muss ich sagen, dass mich die wenigsten davon wirklich interessieren. Nach diesem Hoch im Oktober, wo auch die Buchmesse war und alle super tollen Bücher rausgekommen sind, ist jetzt so ein kleines Tief gekommen, wo halt schon irgendwie alle Bücher draußen sind und nicht so viel erscheint und auch nicht so viel, was mich jetzt persönlich interessiert. Aber sicherlich gibt es da noch so Bücher, die euch interessieren, die ich jetzt hier nicht vorstelle, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Aber fangen wir an mit dem ersten Buch im November, das mich auch am meisten interessiert und das ich auch bereits als Rezensionsexemplar angefragt habe, beziehungsweise die Autorin hat mich angeschrieben und wir haben uns darauf geeinigt, dass ich das Rezensionsexemplar kriege. Auf jeden Fall geht es hier um das neue Buch von Lily Oliver, Träume, die ich uns stehle. Wie gesagt, die Autorin hat mich angeschrieben und hat mir gesagt, dass dieses Buch von ihr erscheint und mich gefragt, ob ich es auch rezensieren will, weil ich ja eins ihrer Bücher schon mal rezensiert habe. Die Rezension verlinke ich euch in der Infobox und ich das Buch auch damals ganz gerne mochte. Und ich habe ihr dann zurückgeschrieben, dass das echt ein Zufall ist, weil ich sowieso vorhatte, das Buch die Tage anzufragen beim Verlag. Und ja, dann hat sie mich auf ihre Liste gesetzt und ist dem Verlag gesagt, dass ich das Buch bekommen soll, angeblich. Zumindest hat sie es mir so erklärt. Und ja, jetzt warte ich auf dieses Buch. Es sollte eigentlich die Tage hier ankommen, kurz bevor es erscheint. Es erscheint nämlich am 2. November im Knauer Verlag als broschiertes Buch für 9,99 €. Und in diesem Buch geht es um unsere Protagonistin Lara. Und Lara leidet an Amnesie und scheint das irgendwie dadurch wegbekommen zu wollen oder dadurch zu kompensieren, dass sie halt sehr, sehr viel redet. Sie quatscht halt allen im Krankenhaus die Ohren voll, bis sie es nicht mehr hören können. Und eines Tages findet sie halt einen Koma-Patienten namens Thomas, der sich halt nicht dagegen wehren kann, wenn sie ihn voll quatscht. Allerdings merkt sie, dass wenn sie ihn voll quatscht, halt, dass er anfängt darauf zu reagieren. Was daraus noch alles passieren könnte und ob die beiden sich eventuell schon vorher kannten, weil das wird irgendwie so im Klappentext, glaube ich, angedeutet, werde ich dann sehen, wenn ich es lese. Das ist so ein deutsches New Adult Buch, würde ich es nennen. Zumindest war das erste Buch von der Autorin, das ich gelesen habe, so in der Richtung ein bisschen ernster, aber auch mit so New Adult Anleihen. Und ja, ich freue mich drauf. Ich hoffe, es wird mir genauso gefallen, wenn nicht sogar besser. Auf jeden Fall erscheint dann kurz danach am 10. November ein neues John Green Buch. Und zwar heißt es Schlaft gut, ihr fiesen Gedanken. Erscheint im Hansa Verlag, wie immer, als Hardcover für 20 €. Wie gesagt, am 10. November. Ich bin ja kein so großer John Green-Fan, muss ich sagen. Ich mag seinen Schreibstil sehr, sehr gerne. Er schreibt wirklich gut. Allerdings mag ich selten seine Charaktere und seine Geschichten dadurch eben auch nicht. Ich habe Das Schicksal ist ein mieser Verräter als erstes gelesen. Ich mag es auch heute noch. Aber es ist auch so ziemlich das einzige Buch, das ich von ihm mag. Ich habe 2 weitere versucht zu lesen, eins davon so halbwegs, glaube ich, fast durch. Und ich mag die Charaktere einfach nicht. Deswegen glaube ich nicht, dass ich das in naher Zukunft irgendwie ausprobieren werde. Obwohl das klingt schon besser, weil es nicht so klingt, als würde es seine üblichen Charaktere beinhalten, die ich eben nicht mag. Und zwar geht es hier um Asa Holmes. Ich weiß nicht, ob der Name irgendwas damit zu tun hat mit der Geschichte oder nicht, aber wir werden es rausfinden. Denn es geht hier auch wirklich um einen Kriminalfall quasi, denn es verschwindet ein Milliardär namens Russell Pickett und eigentlich möchte Asa damit nichts zu tun haben, aber ihre beste Freundin Daisy zieht sie halt mit hinein und sie fangen dann zusammen irgendwie an rauszufinden zu wollen, wo dieser Milliardär abgeblieben ist und es gibt darauf wohl auch noch so ein großes Finderlohn quasi, wenn jemand ihn findet, dann kriegt man das Geld und das versuchen die beiden halt. Ob das gut ist oder nicht, ich weiß es nicht. Wie gesagt, es klingt jetzt nicht danach, als wären die Protagonisten die üblichen, wie er fast immer schreibt, außer jetzt Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Deswegen könnte es vielleicht irgendwas für mich sein, aber ich bin mir noch nicht sicher. Vielleicht irgendwann, wenn ich das Hörbuch in der Bibliothek finde, werde ich es mir anhören, aber ich bin mir noch nicht sicher. Ich werde da auf jeden Fall mal auf die Rezension und so hören, wenn die raus sind. Dann erscheint am 13. November ein Buch im HarperCollins Verlag und zwar heißt er Der Himmel in deinen Worten von Birgit Kämmerer. Und zwar als Hardcover für 16 €. Und da geht es um Juliet, die Briefe an ihre tote Mutter schreibt und die auf ihr Grab legt.
Und eines Tages bekommt sie sogar eine Antwort auf diesen Brief. Und zwar nicht von ihrer toten Mutter, sondern anscheinend von einem jungen Mann, der diesen Brief gelesen hat und ihr antworten wollte. Und daraufhin entspinnt sich eine Brieffreundschaft zwischen den beiden. Und sie kommen sich auch näher, ohne zu wissen, wer der andere eigentlich ist. Beziehungsweise Juliet weiß es nicht. Ich denke mal, dass der Typ es doch schon weiß, wenn es auf dem bestimmten Grab liegt. Und allerdings findet sie dann irgendwann anscheinend raus, dass der Loser, der Clan dahinter steckt, und sie ist ein bisschen enttäuscht, aber fragt sich, ob da vielleicht mehr hinter steckt, ob er wirklich so wie in den Briefen ist oder doch der Loser, wie sie ihn kennt. Ich mag diesen Begriff nicht, der Loser, der Clan, das klingt für mich so nach ein bisschen Mobbing und so. Ich finde das so Vorurteile mag ich überhaupt nicht. Das hat mich so ein bisschen abgeschreckt, aber an sich klingt das halt nach einer netten Idee und ich glaube, da könnte auch mehr Tiefgang drin stecken. In so Brieffreundschaften und so. Aber ich weiß noch nicht. Das ist halt eins der Bücher, die mich mit am meisten interessiert, aber ich mir nur nicht so sicher bin, ob ich das so dringend lesen möchte. Versteht ihr, was ich meine? Was haltet ihr von dem Buch? Was haltet ihr von solchen Begriffen wie Loser in Klappentexten? Schreibt mir das gerne in die Kommentare, würde mich interessieren. Am 13. November erscheint ein weiteres Buch und zwar heißt es Und ich hab dich doch vermisst von Rachel Harris im CBT Verlag als Taschenbuch für 9,99 €. Von Rachel Harris habe ich ja bereits ein Buch gelesen, ich glaube es hieß Und er steht doch auf dich, irgendwie sowas in der Art. Ich fand es ganz okay, war nett, also ich habe bin auch mitgegangen und so, aber es hat mich jetzt nicht so nachhaltig geprägt, dass ich jetzt dieses neue Buch direkt auch lesen möchte. Aber trotzdem irgendwie interessiert es mich, weil ich das andere Buch halt auch nicht so schlecht fand. Kennt ihr dieses Gefühl? Irgendwie ein bisschen interessiert es dann schon, aber auch nicht so richtig. Und dann weiß man nicht, was man machen soll. Wenn ihr das kennt, schreibt mir das gerne und wie ihr mit sowas umgeht. Und zwar geht es in diesem Buch um Justin. Und Justin tut immer so, als wäre er der mega große Player und Bad Boy und so. Aber in Wahrheit ist er überhaupt nicht so. Denn er steht schon sein ganzes Leben quasi auf dieses eine Mädchen. Und zwar heißt sie Peyton. Allerdings hat er ein Problem, denn er hat vor einiger Zeit Peytons Herz gebrochen. Und muss jetzt versuchen, das wieder hinzubekommen und das wieder zu kitten. Allerdings möchte Peyton das natürlich nicht so gerne. Und versucht, ihm soweit es geht, aus dem Weg zu gehen. Und versucht halt alle in dem Glauben zu lassen, dass ich schon längst über ihn hinweg wäre, was aber irgendwie nicht so der Fall ist. Wie es da weitergeht, können wir uns, glaube ich, alle selber denken. Aber vielleicht ist der Weg ja das Ziel. Meistens ist es bei solchen Büchern ja so, dass der Weg das Ziel ist, das Lesen und nicht unbedingt, was am Ende rauskommt. Deswegen, ich weiß noch nicht, ob ich das lesen möchte oder nicht. Mal gucken, vielleicht irgendwann, vielleicht direkt. Wir werden sehen. Dann kommt ein neues Buch von Claudia Gray raus. Das ist ja die Autorin von diesem einen Vampir. Rein Buch. Ich weiß gerade nicht mehr, wie das hieß, aber ich blende es euch hier ein, wenn es mir einfällt und ich bei dem Schneiden es recherchiert habe. Und zwar heißt das neue Buch Constellation gegen alle Sterne von, wie gesagt, Claudia Gray. Erscheint im CBJ Verlag als Hardcover für 18 € am 20. November. Und ich habe diese Vampirreihe von der Autorin nicht gelesen. Ich muss sagen, ich habe den ersten Band irgendwann mal angefangen. Aber es war nicht so meins und ich war auch über dieses Vampir-Thema zu dem Zeitpunkt schon hinaus. Also es hat mich da schon nicht mehr so interessiert und ich fand es auch so ein bisschen zu theatralisch und dramatisch damals und irgendwie war es nicht so für mich. Deswegen habe ich den ersten Band abgebrochen und es sein gelassen. Aber dieses Buch interessiert mich schon ein bisschen. Es klingt zwar auch ziemlich typisch, aber nach einem Thema, das mich im Moment sehr interessiert, und zwar ist das so ein Science-Fiction-Roman, glaube ich. Science-Fiction, ein bisschen Fantasy-Roman. Und zwar geht es darum, dass der Heimatplanet unserer Protagonisten, Naomi, glaube ich, heißt sie, angegriffen wird von der Erde und sie muss versuchen, halt ihren Planeten zu beschützen und versucht das auch mit allen Mitteln und eines Tages wird ihre beste Freundin, glaube ich, irgendwie verletzt und sie versucht dann auf einem verlassenen Raumschiff Hilfe zu suchen und findet dort den Roboter, die künstliche Intelligenz, wie auch immer man es nennen möchte, namens Abel. Und der ist darauf programmiert, alle Eindringlinge umzubringen. Allerdings ist er auch darauf programmiert, auf den ranghöchsten Menschen auf diesem Schiff zu hören. Und da unsere Protagonistin in dem Zeitpunkt der einzige Mensch auf diesem Raumschiff ist, muss er ihr halt wohl oder übel irgendwie gehorchen. Und sie versucht dann Informationen aus ihm rauszuquetschen, die ihren Heimatplaneten halt helfen. Und dann begeben sie sich halt zusammen auf so eine Reise und
Es ist immer wieder, blitzt so ein bisschen durch, dass dieser Ebel nicht nur ein Roboter ist, sondern halt mehr dahinter steckt und er vielleicht doch menschlicher ist, als man denken könnte. Allerdings hat er natürlich immer noch dieses einprogrammierte Bedürfnis, sie irgendwie umzubringen. Und wie das weitergeht, müsst ihr vielleicht selber lesen. Da weiß ich auch noch nicht, ob ich irgendwann dazu komme und das wirklich lesen werde. Vielleicht irgendwann in der Bibliothek. Ich bin auch nicht so ein großer Fan von dem Cover, muss ich sagen. Irgendwie sind Sterne immer ganz hübsch, aber ist nicht so meins, keine Ahnung wieso. Und das letzte Buch für den November erscheint ebenfalls am 20. November im Drachenmond Verlag. Und zwar heißt es Animat Krumps Staubchronik von Lynn Rina. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht, ob das Latein ist oder nicht. Animat ist aber scheinbar auch der Name der Protagonistin, deswegen keine Ahnung, nagel ich mich nicht drauf fest. Wie gesagt, im Drachenmond Verlag als Taschenbuch für 16,90 €. Ist ziemlich happig, aber der Drachenmond Verlag ist halt auch ein kleiner Verlag und da kosten Bücher halt noch mal ein bisschen mehr. Vielleicht ist es auch ein dickes Buch, dann kosten die ja meistens auch ein bisschen mehr vom Geld her und die sind ja meistens auch wirklich sehr, sehr hübsch aufgemacht. Allein dieses Cover, schaut euch dieses Cover an. Ich liebe die Drachenmond-Cover. Am liebsten würde ich sie mir alle irgendwie als Poster ausdrucken und mein Zimmer damit tapezieren. Das würde bestimmt schön aussehen. Auf jeden Fall, wie gesagt, geht es um unsere Protagonistin Animat. Die lebt im England von 19, nein, Quatsch, 1890 und liebt Bücher. Sie liest den ganzen Tag Bücher und laut ihrer Mutter sollte sie eigentlich einen Mann finden und heiraten, was man so macht als ehrenvolle Frau oder junges Mädchen zu der Zeit. Allerdings möchte sie das nicht. Und eines Tages klopft quasi das Schicksal an ihre Tür und sie bekommt eine Stelle in einer Bibliothek angeboten. Und sehr viel mehr stand in dem Klappentext auch nicht. So ein paar kryptische Begriffe von wegen irgendeine große Suchmaschine, was auch immer das in dem Zeitalter bedeutet. Und irgendwas von großen Gefühlen, die sie bisher nur aus ihren Büchern kannte. Ja, und mehr weiß man da auch nicht. So recht, worum es da geht, habe ich jetzt nicht verstanden. Aber eine Protagonistin, die Bücher liebt, ist ja schon mal gut für Leute, die selber Bücher lesen und lieben. So wie uns, glaube ich. Deswegen würde ich das halt schon irgendwann mal gerne lesen, aber ich weiß nicht, was ich davon erwarten kann. Und so historische Romane sind ja auch nicht unbedingt immer meins, auch wenn es ein bisschen mehr Fantasy ist und so, wie bei zum Beispiel Töchter des Mondes. Die mag ich ja gerne, auch wenn es historisch angehaucht ist. Aber es ist immer so schwierig, ich weiß es noch nicht. Aber es klingt ganz gut, muss ich sagen. Ich behalte es im Auge auf jeden Fall. So, das waren auch alle, die ich euch vorstellen wollte. Wie gesagt, es erscheinen noch ein paar mehr, aber die waren für mich jetzt nicht ganz so interessant. Es gibt auch ein paar Zeitebände und so, die rauskommen, aber es waren jetzt nicht so rein, die ich so verfolge. Von daher schreibt mir gerne, worauf ihr euch im November freut, in die Kommentare. Würde mich freuen und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bye, Leute!